Ich denke, in all diesen Diskussionen, wir hören sehr viel Spekulation, auch was die Frage der russischen Aggression betrifft. Natürlich unterstützt Russland die Separatisten. Das ist ja überhaupt nicht zu leugnen. Ein Beweis dafür, dass Russland mit regulären Streitkräften interveniert hat, habe ich noch nicht gesehen. Ich nehme nur als Beispiel vor einigen Wochen die Ankündigung des ukrainischen Präsidenten, es seien 23 russische gepanzerte Fahrzeuge auf ukrainischem Boden zerstört worden. Ich habe kein Foto gesehen. Ich weiß nicht, was mit den überlebenden russischen Soldaten geschehen ist. Ich weiß nicht, was mit den getöteten russischen Soldaten geschehen ist. Wir haben 5 Bilder von Satelliten gesehen, die beweisen sollen, dass russische Streitkräfte in der Ukraine sind. 3 Fotos sind gekennzeichnet eindeutig als in Russland aufgenommen, auf russischem Territorium. Das heißt, ihr 2 Fotos sind, da steht, heißt es nur, sind in der Ukraine aufgenommen worden. Bei den russischen Fotos steht der Ort dabei, bei den ukrainischen Fotos steht kein Ort dabei, keine Koordinate, nichts. Ich habe Zweifel. Das muss man, also es geht nicht nur, es ist nicht nur so, dass wir vorsichtig sein müssen mit dem, was Russland sagt, wir müssen auch sehr vorsichtig sein mit dem, was die Ukraine sagt. Und leider Gottes, muss ich auch sagen, wir müssen auch vorsichtig sein mit dem, was der Westen sagt. Und erreichen uns ja.